Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute einen Haul für euch. Es sind zwar einige Dinge mit dabei, die ich schon vor längerer Zeit gekauft habe, aber ich habe halt versucht, so viel wie möglich, was ich euch noch nicht gezeigt habe, mit hier reinzubringen. Am Wochenende war meine beste Freundin hier, also die Chrissy, die Pummelfee Deluxe 24, die auch hier auf YouTube ist. Und wir hatten Verkaufsoffenen. Und meine Katze fängt jetzt an zu spielen, super. Auf jeden Fall wollten wir nur durch die Stadt schlendern und nur mal gucken. Und aus dem nur mal gucken ist natürlich wieder ein bisschen was anderes geworden. Und was ich mir so zugelegt habe, wollte ich euch jetzt halt zeigen. Und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht länger. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gucken. Und also ja, das erste, womit ich anfange, ist, was ich nicht gekauft habe, aber was neu ist, ein Kiko Concealer, wieder in der 02. Ihr kennt ihn noch von früher. Den hat meine Chrissy mir mitgebracht und da war ich ihr so dankbar. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das ist dieser cremige Concealer. Oh, ich liebe den, ne? Das ist ja wieder auch von den Lichtverhältnissen nicht so prickelnd. Also ich finde den ganz, 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 ganz toll. Könnt ihr es sehen? Ja, das wird jetzt wieder ein Spaß mit dem Swatchen. Auf jeden Fall, ich habe mich riesig gefreut. Ich benutze ihn wieder jeden Tag und es ist echt göttlich. Ich liebe ihn. Und ich weiß gar nicht, warum ich ihn mir gar nicht online geholt habe. Es gibt ja den Online-Shop von Kiko. Das heißt, diejenigen, die keinen Kiko in der Nähe haben, können es trotzdem immer online bestellen. Dann mache ich mal weiter, am besten mit dem Ring hier, weil ich war bei Douglas. Und zwar habe ich mir nur holen wollen von wem ist das? Ich glaube, Barbara Hoffmann, ne? Ja, von Barbara Hoffmann ist das die Spezialseife zur Reinigung von Kosmetikpinseln. Belliance heißt das. Das ist dieses hier. Bitte Licht mach mit. Genau. So sieht das aus. Das ist so ein silbernes Döschen. Ich drehe das mal auf. Dann ist hier so ein Flyer drin. Und das sieht aus wie so eine Kernseife. Ups, da war die Kernseife auf dem Boden. Auf jeden Fall, ich wollte mir die schon immer mal holen. Und als ich das letzte Mal das Video von der Nut Makeup 1 gesehen habe, wie sie ihre Pinsel sauber gemacht hat, habe ich gedacht, ha, siehst du, das wolltest du dir auch nochmal holen. Und das hat gekostet 9,95 Euro. Sorry wegen dem Licht, ich kann es nicht oft genug sagen. Und dann war ich an der Kasse. Und was glitzert, blinkt und lächelt mich da an? Dieser wunderschöne Ring hier. Dieses Schleifchen. Oh, ich finde den so süß. Der hat gekostet 5,95 Euro. Also falls euch einer mal blöd kommt, hat er eine Schleife im Gesicht. So sieht er aus. Der ist riesig, ne? Also wenn das mein kleiner Finger ist, der schief ist. So. Aber ich finde den total genial. Ganz, ganz toll. Super, super schön. Das ist voll so ein Hingucker. Also ich mag den, erst habe ich gedacht, ne, der ist viel zu groß, das kann ich nicht machen. Aber ich finde den voll schick. Man braucht nicht mehr, aber dieser Ring, das ist echt richtig schön. 5,95 kostet, den gab es noch in Flieder, in Schwarz, in Weiß, in Grau. Noch in irgendeiner Farbe. Und, aber es gab ihn noch eine Nummer kleiner. Ein bisschen kleiner, aber mir gefiel der am besten. DM hat bei uns eröffnet. Ja, DM hat bei uns endlich eröffnet. Ich habe mich so gefreut und es war so mega voll, dass ich schon einen Hitzewallung bekommen habe. Aber ich bin trotzdem rein in den Saal. Und da habe ich mir gekauft, genau, was habe ich mir da gekauft? Jetzt komme ich durcheinander. Also als allererstes von P2 Nail Color Correcting Pen. Die kennt ihr ja auch. Ich hatte sonst immer den von Essence und wollte den einfach mal ausprobieren. Das ist, wenn ihr übergemalt habt, dass ihr das wegmachen könnt. Der hat gekostet, ich glaube, 1,75. Ich habe den Kassenbon natürlich nicht mehr, wie immer. Dann habe ich mir bei DM noch geholt zwei Backups von dieser wundervollen Seife, wollte ich schon sagen. Ihr merkt, ich bin heute nicht ganz da. Balea Handcreme Mango. So sieht die aus, diese quietsch-orange-gelbene. Gelbene. Ich liebe sie. Die ist so toll. Eigentlich bin ich nicht so der Fan von so extrem stark Mango. Und die riecht wirklich richtig süß, künstlich, mangolig.
Aber der Auftrag und dieses Gefühl von der Creme ist so toll. Ich habe die zwei gekauft. Ich habe eine auf der Arbeit und ich habe eine in meiner Handtasche. Und dennoch die hier zusätzlich. Und als ich geguckt habe, waren dann nur noch zwei da. Also ich liebe sie. Richtig, richtig toll. Dann habe ich mir noch eine Handcreme geholt und die Camille Classic Hand Creme. Da ist der andere Topf wieder leer gegangen. Der steht ja immer bei mir in der Küche nach dem Abwaschen, sauber machen, wie auch immer. Die habe ich nochmal nachgeholt. Kostete 1,15 Euro. Dann habe ich mir Nagellackentferner geholt von Evelyn. Die haben ja jetzt die neue Verpackung, das hattet ihr mir ja schon geschrieben. Und ich habe den blauen hier genommen. Der ist nämlich acetonfrei nicht. Das ist der ganz normale. Kostet 65 Cent, meine ich. Ich hoffe, das geht so mit dem Licht. Dann habe ich mir gekauft zwei Deos. Wie soll es anders sein? Und ich habe einen neuen Favorite, aber das Video kommt ja noch. Und zwar von Adidas, das Goldene. Mit der, oh mein Gott. Das erinnert mich an den Duft damals, war mein Lieblingsdeo von 8x4, dieses Graue. Ich finde, das hatte immer so einen leichten Geruch von CK1, dem Parfüm. Und das hier ähnelt dem ganz, ganz stark. Und ich finde den wirklich besser als den blauen. Komisch, ne? Oh, ich liebe den Duft. Ganz, ganz toll, dieser mit Gold. 2,25 oder 2,75 kosten. Nee, 2,25 meine ich. Ganz, ganz klasse. Und dann habe ich mir noch von Balea das Deo-Spray Petaya geholt. Das hat 85 Cent gekostet. Das ist dieses hier, das trage ich in der Tasche mit dabei, also in der Handtasche. Und das habe ich einfach nur schnell gegriffen, weil die waren dabei schon zuzumachen. Und das ist mir immer voll unangenehm, wenn man dann noch so spät da ist. Deswegen habe ich einfach schnell eins gegriffen. Es war auch schon voll viel weg. Und so für zwischendurch, um mal kurz die Achselhöhlen zu erfrischen, ist das schon in Ordnung. Dann hatte ich mir von BB einfach nur noch mal die Creme hier geholt. Das sind jetzt 75 Milliliter. Mit dem Design Edition. Das hat wohl ein Gewinner kreiert. Wie auch immer. BB, brauche ich ja nicht viel zu sagen. Dann habe ich mir aufgrund von Funny Pilgrim, also der Mira, den Gel-Eyeliner-Pinsel geholt. Ich glaube, das habe ich aber bei Rossmann gemacht. Oh Gott, ich bin ganz durcheinander. Der ist von Rossmann. Der hat gekostet 1,50 Euro, 65 meine ich. Ich will nichts Falsches sagen. Das ist der mit der rosanen Spitze und sie schwärmt so davon. Na. Dann habe ich im Rossmann geholt den My Favorite Milkshake, den Lipgloss, den ich ja unglaublich liebe. Viele im Rossmann haben den nicht mehr und ich bin froh, dass ich hier noch einen bekommen habe. Und ich hätte mal gleich zwei mitnehmen sollen. Kann ich mich schon wieder ärgern, egal. Dann habe ich geholt die Multi-Action Blackest Black Mascara. Die wollte ich mal ausprobieren. Ich glaube, die ist nicht im Standard-Sortiment, sondern ich meine, das war eine LE. Aber ich war auch so aufgeregt. Und deswegen habe ich die hier mitgenommen. Und ich finde die wirklich total cool bis jetzt. Also ich probiere da eh gerade auf. Ich zeige euch auch gleich warum. Aus. Gibt jetzt so ein Bürstchen hier. Ich meine, die hat 1,75 gekostet. Also ganz klasse. Und allein die Farbe ist schon voll schön mit Lila. Ich liebe ja Lila. Aber dazu komme ich noch. Ich bin noch am Testen und Ausprobieren. Und dann habe ich mir im gleichen Gegenzug noch die Day and Night Artist Lash Mascara von P2. Ist das, ne? Wenn ich mich nicht jetzt täusche. Ich meine, ist das P2? Ja, steht ganz dick drauf. Und zwar ist das diese hier. Die hat zwei Öffnungen. Einmal hier oben. Das ist jetzt Day. Das ist so der natürlichere Look dann. Hat so ein Bürstchen. Und dann könnt ihr das zudrehen und unten auch nochmal aufmachen. Das ist der Night. Und das ist dann wohl für das Mega-Volumen. Also ich hatte sie erst einmal kurz ausprobiert. Und die Day, die hier oben, die fand ich schon ganz gut. Vor allem gerade unten am unteren Wimpernkranz kommt man mit der ganz gut hin. Aber ich bin noch am Testen. Erstmal die eine, dann die andere zwischendurch. Mal schauen. Die hat gekostet um die 3 Euro. 3 Euro, schieß mich tot, 3,35 Euro oder so. Schauen wir mal. Das ist mitgegangen. Wenn ich jetzt eh schon alles durcheinander mache, habe ich mir bei Essence, also im Rossmann geholt, aus der Wildcraft LE.
hatte ich auch gepostet, meine ich, bei Twitter und Facebook. Es ist dieses wunderschöne Lila. Oh mein Gott, das sieht so toll aus. Ich mag das gar nicht anfassen. Mega Pigmentierung. Richtig, richtig klasse. Und das ist auch nicht so mega glitzerig oder sonstiges, sondern das hat so einen matt und so ein bisschen shiny Effekt. Wartet mal, bis das Licht sich mal hier einpendelt. So sieht es aus. Toll, oder? Richtig, richtig schön. Also das ist echt Bombe. Richtig toll. Und dann habe ich mir da noch geholt von Catrice, mein erster Catrice-Lippenstift übrigens, Premiere. Das ist die Nummer Ultimate Shine 210 Kiss Kiss Hibiscus. Die ist das und ich habe jetzt hier den Büffinger. Super Farbe. Guckt euch das mal an. Also wenn das kein Pink ist, dann weiß ich auch nicht. Und die fühlen sich ja so geil an auf den Lippen. Das ist wie so ein Lipgloss, finde ich. Hammer, oder? Ich meine, der wurde schon oft gezeigt in den Kameras hier auf YouTube. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Und als ich da so lang geschlendert bin, finde ich richtig geil. Sieht auch toll auf den Lippen aus. Richtig schöne Farbe. Richtig toll, gefällt mir super. Die ist neu. Das ist von Glisscur, die Hair Repair Liquid Silk, eine Minute Intensivkur für sprödes und glanzloses Haar. Und zwar habe ich doch diese Sprühkur, was man sich halt ins trockene Haar immer sprüht. Und das ist auch dieser rosafarbene Duft, wenn das Licht jetzt mal mitspielen würde. So sieht es jetzt aus, genau. Die hat gekostet, was hat die gekostet? Ich meine 2,99 oder 2,25, bin mir gerade nicht so sicher. Und die wollte ich mal ausprobieren, weil ich finde den Duft von meinem Sprühzeug auch schon so toll. Ich liebe das ja. Und deswegen kam die wie gerufen. Hab sie jetzt drin gehabt und fühlte sich ganz gut an. Also der Duft ist ja das, was mich immer richtig umhaut. Aber ich teste weiter und berichte dann. Dann habe ich mir geholt von Garnier Natural Beauty Balsam Shampoo. Vanille, Milch und Papaya Mark. Spülung und Shampoo und das Ganze dann auch gleich zweimal, weil es war im Angebot für 99 Cent. Und da habe ich gleich zugeschlagen, weil dieser Duft, der ist auch so göttlich, finde ich. Ich liebe den. Ich habe überhaupt nicht mehr zu dem L'Oreal Shampoo, diesem roten, gegriffen. Nur das verwende ich letzte Zeit, weil der Duft mich dann irgendwie doch mehr reizt und überzeugt hat. Also das habe ich mir zweimal geholt. Habe ich mir geholt von BB die Soft Body Milk für trockene Haut. Jetzt im Winter nehme ich die. Die war auch im Angebot. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Garnier und der hier. Habe mich dann aber dadurch, dass ich momentan wieder auf diesem BB-Trip bin. Ich weiß nicht, ob das diese herbstliche, dunkle Jahreszeit ist. Warum ich dann auf einmal so einen Spleen kriege und von allem anderen wieder weggehe. Ich habe keine Ahnung. Und natürlich das Duschgel dazu. Ja, kein Palmolive, nein, ich habe wieder das hier. Keine Ahnung warum. Ich liebe den Duft. Und den anderen liebe ich auch, aber ich habe jetzt das genommen. Ich weiß es nicht. Hier, wir Frauen haben Spleen. Dann habe ich mir von Palmolive so ein Aromatherapy absolute Relax Pflegebad geholt mit ätherischen Ölen. Das ist dieses hier in Knallelila. Das hat gekostet 1,75 € und da bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil von Palmolive 1,75 € manche Balea oder wie heißen die denn noch, diese günstigeren Hausmarken kosten schon fast genauso viel. Und deswegen habe ich gesagt, erstens passt es super in mein Badezimmer, weil es ist lila, zweitens ist meine Lieblingsfarbe lila und drittens bin ich verpackungsgeil. Also kommt das mit und es riecht sogar auch sehr, sehr lecker, also passt super, super cool rein. Dann habe ich mir das Guard Style Volumen Haarspray nochmal geholt, weil ich fand das, ich hatte ja sonst immer das Nivea und mein Schätzelein hatte mir das mal mitgebracht. Und dann habe ich das probiert und genommen und es hält genauso gut wie das Nivea und der Duft ist auch okay und es ist günstiger, also warum nicht das? Deswegen habe ich es wieder genommen, weil ich sehr zufrieden war. Dann habe ich mir von BB das Young Care Quick and Clean Waschgel und Augen-Make-up-Entferner geholt. Das hat gekostet 3,35 €.
Und da bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil ich finde, das sind 150 Milliliter. Natürlich hat man viel davon, weil man nur so eine Erbsengröße braucht. Aber für 3,35 Euro weiß ich auch nicht. Weil wisst ihr, warum ich mir das geholt habe? In meinem vorvorletzten Video, was meine Abendroutine anging, dieses Schaum von BB, dieses Mousse-Schaum. Ich dachte wirklich, das gibt es noch in den Drogerien, weil das hatte ich ja jetzt schon vor lange da stehen. Und gibt es nicht mehr, habt ihr recht gehabt, einige haben das ja schon geschrieben gehabt. Und deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren, ob das sowas in der Art dann auch ist, vom Effekt her. Und bin ich halt mal gespannt. Dann habe ich mir geholt von Isana Darm-Einwegrasierer, diese Sommerlaune-Edition mit diesem Smetterling vorne drauf. Fand ich richtig süß. Habe ich auch den Sommer über benutzt. Ich war total zufrieden und bin froh, dass sie jetzt noch im Oktober das hatten. Dann wieder BB Reinigungstücher. Da nehme ich ja die hellblauen. Die liebe ich über alles. Die Rasierer kosten 99 Cent. Die BB Pflegetücher kosten 1,65 Euro bei DM. Ach so, und der Lippenstift hat gekostet um die 3 Euro. Ich vergesse die Preise immer, Entschuldigung. Und dann habe ich was gefunden, oh mein Gott, göttlich, göttlich, wirklich. Gerade für mich oder für Leute bei euch, die den ganzen Tag in der Schule sitzen oder auch viel im Büro arbeiten, kennen das bestimmt, diese heftigen Rückenschmerzen abends oder die einfach schon so allgemein das haben vom Sport oder wie auch immer. Ich habe mir bei Rossmann... War das Rossmann? Ja, das war Rossmann. Habe ich mir die Wärmebalsam Anika geholt. Wohltuend zur Lockerung und Entspannung der Muskulatur. Reaktivierend, lockend und entspannt. Wärmewirkung. Und zwar ist das diese hier. Die ist so Bombe. Ohne Witz. Die ist so, so toll. Die hat, glaube ich, 4 oder 5 Euro gekostet. Die ist Hammer. Die ist wirklich Hammer. Chrissy hat mir das drauf gemacht und gestern Abend auch meinen Schatz nochmal. Auf dem ganzen Rücken den kurz einwirken lassen. Auf einmal wird das richtig warm, an manchen Stellen sogar richtig so heiß. Das fühlt sich ganz merkwürdig an, wie so eine Wärmedecke, die man hinten drauf hat oder so ein Heizkissen. Und dann T-Shirt drüber oder das Schlafhemd oder wie auch immer einmummeln. Oh mein Gott, es schläft sich göttlich. Und wenn man morgens aufwacht, ohne Witz, und ich bin so oder so so jemand, der so oft Rückenschmerzen hat, das ist Bombe, wirklich. Also das kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich auch so mit Rückenschmerzen Probleme habt oder Nackenschmerzen oder whatever. Richtig, richtig toll. Ich bin so froh, dass ich das entdeckt habe und mal ausprobiert habe. Ganz, ganz klasse. Werde ich mir auf jeden Fall wieder nachholen. Habe ich mir nur noch geholt. Jeder, der Haustiere oder Katzen im Haus hat, ihr wisst, was ich meine. Fusselbürsten von DM, die schwarze und natürlich gleich nochmal Nachfüllpack. Braucht man einfach, also ich. Und dann habe ich mir noch so eine Kerze hier geholt. Rubinlicht, ich liebe Kerzen, gerade jetzt zur Herbstzeit. Also es würde keinen Abend geben ohne Kerzen an oder Teelichter, deswegen die habe ich mir noch geholt. Und jetzt kommen wir zu den Klamotten. Ich fange einfach mal mit den Schuhen an. Und zwar habe ich mich in einen Schuh verliebt. Wir haben hier so zwei, einmal U-Max und dann noch so einen Billigschuhladen. Den kennen bestimmt viele, hat jeder mit Sicherheit in seiner Stadt. Und da habe ich diesen Schuh hier entdeckt. Das ist jetzt der Schuh von U-Max. Das ist so ein Halbboot, so ein bisschen Cowboy-like. So ein Graft, ein ganz mini Absatz. Und ich finde, dafür, dass es U-Max ist, sieht er wirklich hochwertig aus. Der Geruch, das ist immer wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich liebe diesen Schuh. Ich liebe, liebe diesen Schuh. Ich habe ihn jetzt 3 Tage am Stück angehabt. Oh mein Gott, er ist so toll. Der hat innen drin, wartet mal, hier dieses so wunderschönes, so total glatten Innenstoff und der ist voll warm. Ich packe jetzt immer hier noch, weil es im Schuhregal steht, diese Dinger rein, damit das nicht so runterknickt. Also ganz klasse. Der hat gekostet 25 Euro. Finde ich richtig schön. Und dann habe ich den kombiniert mit, wo seid ihr, Kniestrümpfen von H&M. Die haben gekostet 8 Euro. Und dann, wenn man die so runterrafft, das sieht richtig toll aus. Gibt es auch in Beige und in Grau und in Schwarz und allen Farben. Also das ist ein
Bestimmt schon mein Favorit für den Oktober. Dann ein ganz anderes Pärchen, was ich auch schon getwittert hatte auf Facebook und Instagram. Diese coolen Schuhe mit den Nieten. Oh mein Gott, gesehen und sofort verliebt. Ich fand die so Bombe. So ein Chiller-Schuh. Der hat hier hinten Nieten und vorne. Und im Schaufenster habe ich sogar nur die hier gesehen und habe überlegt, hole ich mir die oder nicht? Und dann hieß es nur noch ja. Dann bin ich zum Auto nach Hause gefahren und dann wollte ich die holen. Und dann kam mein Freund von der Arbeit, weil ich hatte ihm die auch per Foto geschickt. Und was bringt er mir mit? Die Schuhe. Ist das nicht niedlich? Ha, habe ich mich gefreut. Richtig cool. Mit einer Röhrenjeans. Mit, was hatte ich noch dazu an? Mit Leggings und dann so Kniestrümpfen oder einfach ohne. Es sieht so geil aus. Das ist so chilly-milly und modern vor allem noch dazu. Also dieses Paar Schuhe, oh mein Gott. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Es hat innen drin, Moment, Tiger. Ist das nicht geil? Richtig cool. Schade ist halt nur, hatten auch einige geschrieben, dass man das immer nicht sehen kann. Aber das ist ein Schuh, den finde ich so, 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 so geil. Ich liebe ihn. Der hat gekostet 28 Euro. Hm. Dann habe ich mir einen Schuh geholt. Voll bekloppt, ne? Egal. Und zwar diesen hier. So sieht er aus. Das ist so ein camelfarbener, auch so ein Halbboot. Und hat innen drin, oh mein Gott, ein ganz, ganz weiches Fell. Der ist so kuschelig warm und der sieht auch zu Jeans und Leggy so cool aus. Und dann natürlich, was hier noch auffällt, auch mit Nieten bestückt. Hier einmal so umrandet und so ein bisschen gerafft. Der hat gekostet 25 Euro. Bei Jumex habe ich den geholt. Achso, und der mit den Nieten ist auch von Jumex. Das sind die beiden hier. Und zu guter Letzt aus dem anderen Billigladen. Das war eigentlich mein Ziel, so einen Schuh zu finden. Gar nicht die anderen, aber wenn man ihn schon mal sieht und man sich verliebt, bitte, muss es sein. Und zwar ist es der hier. Ich wollte unbedingt einen Schuh haben, der keinen hohen Absatz hat. Das geht ja noch, darauf kann man ja den ganzen Tag laufen. Und vor allem wollte ich einen haben, der zum Schnüren ist. Könnt ihr das sehen? Da. So sieht er aus. Ich finde den so schön. Richtig, richtig schön. Und den habe ich natürlich gefunden, als wir shoppen waren. Das war das letzte Paar in der letzten Minute, bevor die Läden zugemacht haben. Hätte ich bloß mal da als erstes geguckt. Also richtig, richtig toll. Ist auch super gut verarbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und innen drin ist er auch gefüttert. Ich zeige euch das mal. Hier. Richtig, richtig klasse. Also gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und ich habe schwarz genommen. Es gab ihn auch noch in der Camelfarbe. Aber ich finde, schwarz passt einfach besser zu mehreren Outfits und Sachen. Und deswegen ist es das hier geworden. Also ganz, ganz klasse. Und der hat gekostet 22 Euro. So, weiter geht's. H&M, wie gesagt, die Kniestrümpfe habe ich mir geholt. Da habe ich auch noch welche in schwarz etc. pp. Muss zum Winter, Herbst einfach sein. Ich habe mir geholt zwei Basic Tops oder drei. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, drei waren es. Ja, drei Stück. Und zwar einmal in schwarz, in so einem, in weiß und in so einem Camel-Ton. Also was heißt, nee, Camel ist es nicht, das ist so ein so grau-beige-Ton, so ein bisschen, ich zeige euch das mal von der Farbe. So sieht es aus. Und das sind einfach, die kennt ihr ja auch, diese langen Basic-Shirts, Tops. Mit diesem breiteren Riemchen. Und die kosten pro Stück 4,95 Euro. Also ganz toll. Ich mag das so gerne, das einfach drunter zu ziehen. Und I love it. Dann habe ich mir zwei T-Shirts geholt. Das eine ist jetzt gerade in der Wäsche, weil ich das anhatte. Logischerweise. Und das krempel ich mal ganz fix um. Sehr gut vorbereitet. Habe ich mir dieses mintfarbene T-Shirt hier geholt. Das ist auch so ein Basic-Shirt. Und zwar hat das gekostet 6,95, meine ich. Oder nicht, kann ja hier gucken. 7,95 hat das gekostet. Das ist so ein mintfarbenes hier. Ganz normal, schlicht, Basic-Ecke, Kurzarm, lang genug und dann Rundhalsausschnitt. Jetzt kommt es ein bisschen besser zur Geltung. Also fand ich ganz toll, ganz cool, toll. Love, 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 love. Und dann bei H&M.
Die hatte ich mir aber schon vorher gekauft. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Ich glaube nämlich nicht. Habe ich mir eine Hose geholt. Erstmal von innen mit so einem Blümchenmuster. Und dann hat die einen ganz, ganz tollen, weichen Stoff. Ich hatte die jetzt an die Tage. Deswegen ist das so ein bisschen knüdelig. Die ist dunkelblau. Also so einen ganz tollen Blauton hat die. Und hinten zwei Knöpfe, also so Taschen. Wenn ich Hosen in die Kamera halte, sieht das immer so mega groß aus. Hier so zwei Knöpfchen. Und die hatte den Namen Label of Graded Goods. So sieht die aus. Die hatten sie in Rot, in Khaki, in Camel, in allen Variationen und Farben. Und die war, am Anfang war die echt, also die passte wie angegossen. Und ich hatte erst überlegt, oh Gott, nimmst du nicht lieber eine Nummer größer, weil die wirklich sehr, sehr, sehr eng war. Aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die hat sich so extrem geweitet. Jetzt sitzt sie perfekt. Also so, ich mag das ja manchmal lieber, wenn es so ein bisschen lockerer ist. Und ich finde den Stoff so schön und diese Farbe, also wirklich perfekt. Das war's nicht bei H&M. Und zwar habe ich mir etwas geholt. Ich habe mich so gefreut. Ich wollte eh schon lange wieder mal einen neuen Bläser haben. Und da war in der Schnäppchenecke ein Bläser in dieser wundervollen Farbe hier. Zwei Knöpfe an der Seite, Taschen. Super toll verarbeitet. Innen drin hat er so ein Futter. So sieht er aus. Knöpfchen. Der ist lang. Der ist nicht so kurz auf Taille, sondern der ist wirklich lang, aber trotzdem auch auf Taille geschnitten. Also der sieht angezogen super aus. Hat hier oben auch ein bisschen Schulterstoff drin und gefällt mir wirklich super, super schön. Auch das Muster hier drin an einer Nahtseite lang mit so Rot-Weiß-Creme. Also super, super schöner Bläser. Und der hat gekostet, der war reduziert von 34,95 €. Ja. 30%, also 10,49 Euro, der hat 24,95 € gekostet. Oh mein Gott, ich liebe den. Der ist so wunderschön, richtig cool. Ich habe mich so riesig gefreut. Und der ist auch immer noch, also bei unserem H&M hier in Lübeck, da waren lang, da hingen noch viele, 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 viele. Und jetzt sind wir auch schon fast durch. Ja, und zwar habe ich mir eine Hose noch geholt. Das ist auch schon ein bisschen her, das war jetzt nicht am Wochenende. Ich war bei C&A, die haben immer so tollen Schmuck, und habe mir hier eine Hose geholt von der Firma, Marke Kanda. So sieht das aus. So, und das ist so eine feine, schickere Hose. So mit, ist das schwarz oder braun? Schwarz, mit so schwarzen Nähten. Hier so Tascheneinsatz, von innen auch ganz simpel, sieht genauso aus wie von draußen. Und die hat so richtig mit Bügelfalte. Und unten, Moment, ist auch nichts Besonderes. So sieht sie von unten denn aus. Also die sieht ganz, ganz toll aus mit so einem schwarzen Knöpfchen. Und die war reduziert von, ich glaube, 25 Euro auf 9 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. 35 hat die nicht gekostet. 25 Euro. Oh mein Gott, für 9 Euro, ich habe sie angezogen und die war wie für mich gemacht. Also richtig, richtig toll. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war das. Und ich war bei Ernsting Family und habe mir eine neue Pyjama-Hose geholt. Ich liebe das ja im Winter oder im Herbst, lange Pyjama-Hosen, diese mit dem ganz gemütlichen Stoff. Und da habe ich mir von Ernsting eine geholt für, was hat die gekostet? 11 Euro. 11 Euro. Und zwar diese hier. Die hat hier oben ein graues Schleifenbändchen drin. Und hier so Rüschen, wie ich sie. So sieht sie aus. Also richtig, richtig goldig. Und halt mit so einem Blumenmuster. Richtig schön. Könnt ihr sehen? Richtig, richtig süß. Oh, ich liebe das. Es ist so kuschelig, um sich dann einzumummeln. Und am besten in XXXXL. Ja, das war's. Es ist wirklich immer sowas für die Seele, wenn man shoppen war. Ich liebe das. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch jetzt alles gezeigt habe. Ich wollte mir eigentlich noch Ohrringe holen, hatte aber keine gefunden. Und ja,
Also ich bin happy mit meiner Ausbeute. Ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut. Und alles auch so in Maßen, so relativ günstig, sag ich mal, dass man hier keine 5.000 Euro ausgegeben hat. Deswegen war das schön. Ich habe kein Tuch gefunden, keine Ohrringe, was ich wollte. Und was war das noch? Irgendwas wollte ich mir noch holen, ich weiß es nicht mehr. Aber das sind so Sachen, mit den anderen kann man so viel anfangen und ich freue mich. Und da geht mir immer das Herz auf, wenn man nach Hause kommt. Oh mein Gott, ich habe neue Sachen. Egal, jetzt habe ich so viel. Das Video ist bestimmt schon richtig lang. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und zwar, bestimmt während ich das jetzt schon hochlade, beantworte ich erstmal die ganzen Kommentare vom letzten Video und vorletzten Video. Ich bin momentan wirklich so in Arbeit eingestopft, dass ich abends nach Hause komme, dusche, was esse und auf der Couch schon einschlafe. Das ist so wie so ein Zack. Die ganze Zeit so und ich bin weg. Also ganz merkwürdig. Das raubt einem so viel Kraft und Nerven, dass ich dazu nicht gekommen bin. Weil wenn ich erstmal einen Kommentar beantworte, dann finde ich es ungerecht den anderen gegenüber, die dann erst nächsten Tag zu machen. Deswegen mache ich das immer lieber alles an einem Stück oder hintereinander oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das werde ich bestimmt jetzt machen, während ich das Video hochlade und mich hier gerade schon wieder vollquatsche. Egal. Auf jeden Fall, eine ganz große Bitte habe ich an euch. Ich habe so eine Liste voll mit Videos, die ich machen muss. Ich muss natürlich durch die neue Arbeit mich jetzt erstmal versuchen, so ein bisschen zu koordinieren, wie ich wann Videos machen kann und so weiter und so fort. Weil dadurch, dass ich jetzt so lange arbeite und erst so spät zu Hause bin, erstens das Licht natürlich wieder mal. Das ist wieder so eine Problematik. Ihr seht das jetzt schon, obwohl jetzt geht es ja gerade noch. Und jetzt ist es noch nicht mal stockduster draußen. Wir haben heute Feiertag. Das ist gruselig draußen, ist richtig ungemütlich. Ich werde auch gleich mir erstmal einen Tee machen und mich wieder einmuscheln. Aber auf jeden Fall, ich habe eine Bitte an euch und ich hatte das die letzten paar Male schon so ein bisschen angedeutet. Ich würde mich riesig freuen, nicht nur über die Bewertungen und allgemeinen Kommentare, wie immer, aber ich würde mich richtig doll freuen, wenn ihr unter diesem Video mir eure Videowünsche schreibt. Also, wie zum Beispiel, ganz oft schon angefragt worden ist meine Schminkecke oder meine ganzen Produkte von Essence oder vielleicht Outfits mit den neuen Sachen, mit anderen Sachen, was man jetzt anziehen kann und kombinieren kann. Es gibt so viele Sachen in meinem Kopf, die da rumschwirren und dann kann ich ja lieber gucken, was bei euch unter den Kommentaren hier am meisten gefragt ist, dass ich das nach und nach dann abarbeiten kann, dass ich nicht selber mal überlege, okay, mache ich lieber das oder wollen die jetzt das sehen oder ist das jetzt viel interessanter? So ist es für mich einfacher, für euch schöner, dass ihr jetzt sozusagen entscheiden könnt, so was die nächsten Videos werden sollen. Alle möglichen Sachen. Schreibt mir alles hin, was euch so in den Kopf kommt. Und ich versuche sie halt dann umzusetzen. Aber natürlich kann ich nicht jeden Tag ein Video hochladen oder 5 Stück an einem Tag. Das kommt dann alles nach und nach. Aber ich werde alles berücksichtigen. Und jetzt habe ich genug gesabbelt und so viel versabbelt heute schon wieder. Das ist wirklich dong, Kauderwelsch. Ich danke allen neuen Zuschauern, dass ihr da neu zugekommen seid. Den Alten. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz doll, dass ihr so in Kontakt mit mir tretet, wie auch immer, bei Facebook. Bei Facebook habe ich schon über 300, gefällt mir. Sehr schön. Und ja, Twitter, Instagram und ja, ich liebe es, was ich mache und in diesem sentimentalen Sinne wünsche ich euch heute einen schönen Feiertag, eine schöne Restwoche und am Wochenende kommt mit Sicherheit noch ein neues Video, weil die Favoriten fehlen noch. Das alles aufgebraucht Video fehlt noch, es fehlt noch so viel, aber trotzdem, ich denke an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!